Aber jetzt hier haben wir so viele Glieder. Manchmal setzt ihr einfach nur hier einen weiter. Ja. Was du sonst an Luftgierigkeit ziehen musst, das stellst Ach du so, dir vor. Achso, das finde dann sozusagen. Ja, okay. Wenn man steuert, ist es ja manchmal so, dass es nicht mehr so steht beim Steuern. Oder ja, mit, ja. Obwohl also du die, gerade aussteuerst. Diese Luftgierigkeit abfangen, das machst du hier mit. Aha. So, du stellst sie praktisch schon so ein bisschen entgegen. Ja, dem, ja genau. Also wenn der Kurs anliegt, dann muss die Windfahne senkrecht stehen. Ja. Wir haben aus Glücksburg abgelegt und wir fahren jetzt tatsächlich nicht weiter nach Flensburg, was eigentlich der Plan war, wieso wir überhaupt hier sind. Weil wir wollten ja uns Flensburg anschauen, hatten uns ja viele geschrieben, dass das da sehr schön ist. Wir hatten jetzt eine Böe gerade bis 7, aber sonst eigentlich so 5 bis 6 Windstärken. Also super cooles Segeln, Wellen von hinten, Wind auch. Ja, und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg nach Kappeln. Also wir müssen wieder in die Schlei hinein. Nicht, weil es da so schön war oder so, da gibt es was zu erledigen. Und danach noch nach Kiel, da gibt es auch noch was zu erledigen. Bis jetzt ist wahrscheinlich unsere Route nicht ganz so verständlich, wieso wir jetzt von der Schlei nach Dänemark, 2 Tage in Dänemark waren und jetzt in die Flensburger Förde und die nicht mehr richtig runterfahren. Aber das versteht ihr bestimmt bald. Hauptsache segeln und das kann man hier perfekt. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, welche Richtung, das muss ich ausprobieren. Das ist falsch, ja. Ja. Der Ostsee, gerade auf dem kleinen Stück von der Flensburger Förde, zur Schlei auch noch das Großsegel gerissen, als wir in ein drittes Reff einstecken wollten. Ja, nicht so cool. Jetzt gehen wir hier irgendwo vor Anker und morgen geht's, denke ich mal, wieder in den Hafen nach Kappeln. Wir sind jetzt hier vor Anker, gestern noch angekommen. Ich glaube, das zählt noch zu Schleimünde. Und wir sind hier rein Motorrad gegen diese 6-7 Windstärken. Das war nicht so cool, deswegen sind wir auch nicht so weit in die Schlei gefahren. Eigentlich wollen wir bis Kappeln, aber das machen wir dann heute. Ja, und heute Morgen ist unser Gas leer gegangen. Das wechseln wir jetzt mal aus. Wir haben hier noch eine neue Flasche. Und in Kappeln kann man, glaube ich, sogar ganz gut eine neue.
In Kappeln kann man, glaube ich, sogar ganz gut eine neue Gasflasche besorgen. Da machen wir die jetzt an den Anschluss und holen eine neue noch, damit wir wieder gut ausgerüstet sind. So, ausgetauscht. Bis die ist vielleicht auf dem Tisch. Streifen schneiden. Und du musst jetzt angucken, wie breit, ne? Ja. Und du meinst die vorne? Ja, doppelt, oder nicht? Wie doppelt? Ach so. Ja, so wieder außen so rumlegen. Nee. Du meinst nicht? Nee. Warum nicht? Ich denke schon. Und wie viel willst du denn machen? So, also das kommt ja auf die andere Seite. Ach so. Dann schneide ich das hier jetzt gleich ab. Nee, auf was? Wie so viel? Wie so schmal. Ja. Wo ist denn? Da ist ja noch der Riss, geht hier ja noch weiter. Ja. Ja. Da muss ja da irgendwie um die Ecke, ne? Wir sind jetzt wieder in Kappeln. Wir sind nicht im Stadthafen, sondern hier beim Ruderverein Kappeln und müssen jetzt unser Großsegel, also das Achterlied vom Großsegel, nehmen. Ich versuche das erstmal selber. Ist so gut 80 cm gerissen, schätze ich mal. Ja. Jetzt geht's los. Ja, ne? Ja, gar nicht richtig drauf. Ich nähe hier nochmal so eine Bahn weiter in. Hm. Dann hier nochmal so eine Bahn. Ja. An der Kante. Der näht immer nur den inneren. Jetzt fertig. Wir sind fertig, ja. Das ist auf jeden Fall besser als vorher, aber jetzt nicht die super schönste Glanzleistung. Hier war der Riss. Hier haben wir beidseitig Segelfolie drüber geklebt und dann außen vernäht. Ich muss das da rein wieder, ja? Ja, ganz an den Kanten, das ist nicht so gut genäht. Aber sollte halten. Ab geht's nach Kappeln in den Stadthafen. Wir sind jetzt hier im Stadthafen in Kappeln und wir haben schon seit Oldenburg festgestellt, dass unser Landanschluss, also der ins Deck geht oder hinten ins Heck, dass es da einen Wackelkontakt gibt. Und heute, als ich den aufgeschraubt habe, hat es schon so geknistert und so. Es hat sehr verschmort gerochen und ich habe den jetzt gerade aufgeschraubt. Ja, und der sieht auch echt gar nicht gut aus. Und seitdem geht der auch gar nicht, seitdem das geknistert hat. Und da das aber das ist ein amerikanischer, wieso weiß ich gar nicht, weil es ja eigentlich, also
ist ja ein französisches Schiff, aber wurde dann wahrscheinlich für Amerika gebaut. Ja, und so einen Stecker, den kriegt man jetzt irgendwie nirgends hier in Kappeln auf jeden Fall nicht. Ja, und jetzt versuche ich, das umzubauen auf diesen typischen deutschen blauen Mama-Papa-Stecker da. Mhm. Dafür brauchen wir natürlich eine neue Buchse und dann auch eine ganz neue Kabeltrommel. Ich hab jetzt zwar noch nie mit Kabeln irgendwie gearbeitet oder so, aber das sieht ja nicht so schwer aus. Ja, mal schauen, ob das überhaupt geht. Geworden, kannst du das sehen? Ich sehe es immer noch. Mein Großvater haben sie prophezeit, dass er an Bord stirbt und wenn er jetzt sein Schiff weggibt, dann muss er da irgendwann haben wieder. Sonst geht's doch gar nicht. Das geht's doch gar nicht, der Gute. Wir sind wieder zurück in Kappeln, weil ja, das hat sich alles irgendwie ganz spontan ergeben. Meine Großeltern haben sich dazu entschieden, sich doch noch ein kleines Schiffchen zuzulegen und das liegt halt hier in Kappeln. Und deshalb sind wir jetzt wieder da. Sie haben es gekauft und kehren damit jetzt zurück nach Oldenburg und für uns geht die Reise zu zweit weiter. So, Ellie ist wieder von Bord. Jetzt sind wir wieder nur noch zu dritt. Das spontan neu gekaufte Schiff von Heiko und Ellie, das ist jetzt auch auf dem Weg nach Oldenburg. Wir sind jetzt weitergefahren von Kappeln bis Schleimünde und ankern hier und fahren morgen weiter. Wir müssen nächste Woche in Kiel sein. Dann geht nämlich Heiko von Bord. Und also eine Woche lernen wir jetzt noch, nehmen jetzt noch so viel mit in dieser Woche vom Segeln und so wie möglich. Und dann fahren wir so in einer Woche ja, wieder zurück nach Kiel. Und dann sind wir zu zweit unterwegs und dann geht die Reise streckenmäßig so richtig los. Jetzt abgelegt aus der Schlei und hier kommen wir jetzt wirklich nicht mehr her. Ja, und in 5 Tagen müssen wir in Kiel sein. Und bis dann, naja, segeln wir jetzt noch so ein bisschen rum. Jetzt steuern wir Ærø an. Also es ist in Dänemark. Ja, das haben uns auch viele empfohlen, dass es da schön ist. Mal schauen. Ja, und wir sind gerade dabei, die Windsteueranlage richtig einzustellen auf Kurs. Ja.
Hälfte haben wir circa geschafft, also 10 Meilen oder so. Durchschnittsgeschwindigkeit sind so 6,5 Knoten, also auch mega gut für dieses Schiff. Ja, es wird auf jeden Fall windiger, also es soll auch zunehmen heute von 4 auf 5 und bis 6. Aber gerade sind es noch so 4 bis 5 Windstärken. Ja, wir haben gerade noch das zweite Reff vom Groß reingemacht, weil da kam eine Böe und Fox ist auch schon gerefft. Ja, also wir müssen auf jeden Fall immer sehr früh reffen mit diesem Schiff. Lieber zu früh als zu spät. Ich trainiere gerade meine Seefestigkeit, indem ich einfach hier drin sitze und das Wackeln aushalte. Ich muss raus, mir wird schlecht. Da ist übrigens der Flicken, den Anna genäht hat. Ehring. Nein, wie heißt das jetzt, herrlich? Sag jetzt! Ehre und dann irgendwas mit Ing. Eroskübing. Eroskübing. Kobing, oder nicht? Ja. Yes, da sind wir. Ja, wir sind in Eroskübing vor Anker. Und direkt neben dem Hafen ist es richtig schön und ruhig. Und hier liegen auch super viele Boote. Ja. Es ist richtig, richtig schön, oder? Ja, wäre es jetzt noch ein bisschen wärmer. Wer ist da? Anker ist oben und wir fahren jetzt nach Mommark. Wenig Wind, wenig Welle, also echt schön. Ja, wir müssen, ja genau, Wind von vorn, also wir müssen ein paar Schläge machen, aber trotzdem macht Bock, wäre der Regen nicht. Ziel ist? Habe ich schon gesagt, Ziel ist Mommark.
Die Ankerbucht vor Eroskøbing ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Also wirklich zu empfehlen. Super klares Wasser und so. Also hat uns schon richtig gut gefallen. Ja, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen Strecke machen, bevor wir zurück müssen nach Kiel und Heiko weg ist. Deswegen sind wir heute weitergefahren und bei Regen ist ja eh alles nur noch halb so schön. Die Windsteinanlage steuert auch sehr zuverlässig, deswegen können wir hier unterm Sprayhood im Trockenen sitzen. Okay. Wir haben jetzt die Spitze von Ere passiert und sind jetzt auf dem kleinen Feld unterwegs Richtung Mommark. Wir haben jetzt schon ein Reff drin, weil da vorne kommt, glaube ich, ein kleines Regen.